Wenn ich sagen soll, was mir im Moment am meisten fehlt, dann würde ich sagen, es sind die Berührungen. Ich gebe gerne den Jugendlichen die Hand, bevor der Jugendkreis beginnt. Ich liebe es, am Eingang zum Konfi-Unterricht zu stehen und den Konfis die Hand zu schütteln. Ich liebe es, vom Eingang der Kirche zu stehen und den Gottesdienstbesuchern die Hand zu geben. Durch die Berührung passiert etwas. Wenn ich den Konfis die Hand geschüttelt habe, ist der Konfi-Unterricht anders, als wenn ich es nicht getan hätte. Es ist ein Kontakt entstanden. Ein kleiner Moment. Der Konfirmand, die Konfirmandin merkt, er hat mich wahrgenommen. Wir haben einen Kontakt hergestellt. Jesus war ein Mensch, der gerne andere berührt hat. Ich weiß gar nicht, wie viele Geschichten es in der Bibel gibt, die davon berichten, dass Jesus einen Menschen berührt. Es gibt unzählige Heilungen, bei denen Jesus dem Menschen die Hand auflegt. Er hätte das nicht tun müssen. Er war der Sohn Gottes und die Heilung hätte auch ohne die Berührung geklappt. Aber er hat Menschen berührt. Durch die Berührung floss seine Liebe, seine Aufmerksamkeit, seine Wertschätzung zu dem Menschen. Ein Kontakt wurde hergestellt. Der Mensch und Jesus waren sich durch die Begegnung, durch die Berührung ganz nah. Jesus hat Menschen nicht nur mit der Hand berührt, sondern er konnte auch ihre Seele berühren. Wenn Jesus sprach, wenn er predigte, wenn er erzählte, dann hatte er die Aufmerksamkeit der Menschen. Die Leute hörten ihm zu, sie merkten, was er sagt. Das hat mit mir zu tun, mit meinem Leben. Es berührte die Menschen. Manchmal waren 5000 Leute da und hörten ihm zu. Manchmal wurde es Abend und sie merkten gar nicht, wie die Zeit verging. Manchmal merkten sie nicht einmal, dass sie Hunger bekamen. Was er sagte, berührte sie und deswegen blieben sie und hörten ihm weiter zu. Im Moment sind keine körperlichen Berührungen möglich. Aber wie Jesus haben wir auch heute die Möglichkeit, die Seele anderer Menschen zu berühren. Und es ist oft gar nicht schwer und es ist oft gar nichts Großes, aber es bewirkt so viel. Wir haben überlegt, was können wir tun als Kirche im Moment, um die Seele der Menschen zu berühren. Und uns fiel ein, dass wir mit ein paar Bläsern aus dem Posaunenchor die Altenheime besuchen könnten. Und so haben wir letzten Freitag vor dem Altenheim Eggeblick gespielt. Und die alten Leute saßen unten auf der Terrasse und auf den Balkonen. Und die Bläser haben einen Choral nach dem anderen gespielt. Und ich habe das Funkeln und die Freude in den Augen der alten Menschen gesehen. Sie haben geklatscht und sie haben applaudiert und sie haben die Lieder geraten. Die Bläser haben das Herz der alten Menschen berührt, die im Moment einsam sind, die traurig sind, die wenig Besuch bekommen. Du hast die Möglichkeit, das Herz eines anderen Menschen zu berühren in dieser Zeit. Es ist oft nicht schwer. Es ist oft nichts Großes. Vielleicht ist es ein Anruf, die Frage, wie geht es dir? Erzähl mal. Vielleicht ist es eine Postkarte. Vielleicht ist es eine E-Mail oder eine WhatsApp. Vielleicht ist es ein kleiner Blumenstrauß vor der Haustür. In dieser Zeit brauchen Menschen es mehr als sonst, dass ihre Seele berührt wird. Viele sind in einem Tal, viele sind in einem Loch, viele sind ängstlich und traurig. Und wir können die Herzen, die Seelen anderer berühren und kleine Dinge bewirken unvorstellbar viel. Habt Mut, etwas zu probieren.